von den hervorragenden Fundamenten, tollen Räumen bis zum Ende der Klasse hin. Die ersten fünf Flüge insbesondere haben es mir insbesondere angetan, weil wir einfach fantastische Häuser haben, sind in Kraft, sind in Kapazität, aber vor allen Dingen tolle Häuser. Klassensiegerin, für mich die Kuh hier vorne. Katalog Nummer 121. Sie bietet von allem ein bisschen mehr. Sie hat etwas mehr Stärke, etwas mehr Breite, etwas mehr Fülle hinter der Schulter, hat sie zweitplatzierte. Sie ist noch etwas länger in der Rippe, dadurch kriegt das vorne heute auch noch etwas besser verbunden. Aber zweitplatzierte Katalognummer, den haben wir 125. Ebenfalls eine ganz tolle Zweitplatzierung, sehr großartig, und da spielt sie auch aus, um hier die Drittplatzierten zu verdrängen. Sie ist deutlich mehr Kuh, sie ist länger im Rahmen. Insgesamt mehr Länge in der Kuh, in der Körperpartie, die Hinterhäuter ist noch ein Tick höher aufgehängt als bei der super korrekten schwarzen Kuh hier an dritter Stelle. Eine Kuh, die ich sehr gerne leiden mag, weil sie, Katalog 114, weil sie überaus korrekt ist, von der Schulter über die Mitte. Ich habe mir den Vorzug gegeben, vor Katalog Nummer 117 auf dem vierten Platz, weil sie mir eine besondere Bewegung deutlich besser gefällt. Hier unten hier ist deutlich zentraler platziert und dadurch bewegt sie sich auch etwas komfortabler auf den Beinen als die sehr harmonische und dann fantastisch heute ausgestattete 117. 117 dann in einer engen Platzierung vor 120. Das war wirklich, ich würde fast sagen, eine Geschmacksfrage. Beide Pferde mit ganz tollen Häutern ausgestattet, aber ich habe 117 den Vorzug gegeben, weil sie einfach mehr Rückenbildung hat, etwas mehr Fülle hat insgesamt im Körper als 120, eine Kuh, die vielleicht das beste Häuter der Klasse hat. Ganz tolle Armbahn und ganz tolle Textur, und auch schon etwas mehr Balance im Häuter und der deutlich besseren Textur geben wir den Vorzug vor Katalog Nummer 123 im Weiter. Eine 123 dann vor der weißen Kuh und Folge vor der 122, weil sie mir in der hohen Linie einfach besser gefällt. Sie gefällt mir etwas besser im Becken, das Becken ist ein Tick besser gelagert. Und da gebe ich hier dann noch einen Vorzug in der Qualität der Sprunggelenke insgesamt. Ich denke, eine wirklich beeindruckende Klasse zum Auftakt hier in der Kategorie der Zweitplatzkühe. Und auch hier, denke ich, ist ein großartiger Ausflug, die Beschicker und Aussteller durchaus. Thank you.